Was ist Trägheit? Die Antwort gibt's in diesem Video. Bereits die griechischen Gelehrten in der Antike hatten schon ein intuitives Verständnis von Trägheit. Sie sagten, alles, was sich bewegt, bewegt sich entweder von Natur oder durch eine äußere Kraft oder Vermöge seines eigenen Willens. Zeit, ein Experiment zu machen. Gucken wir uns eine Metallkugel an, die auf einem Metallblättchen liegt. Die Feder zieht es weg, die Kugel ist träge und bleibt liegen. Die Bleikugel hier ist so schwer, dass wenn sie einmal in Bewegung ist, sich von einem Stückchen Pappe nicht aufhalten lässt. Was machte man mit dieser Erkenntnis? Kanonenkugeln. Diese hier ist aus Stein und wenn sie einmal in Bewegung versetzt worden ist, ist sie aufgrund der Trägheit natürlich nur sehr schwer aufzuhalten und richtet entsprechend Schaden an. Als man im 14. Jahrhundert mit der Nutzung von Geschützen begonnen hat, brauchte man dafür Munition, also sprich Kugeln. In der Regel hat man dafür Steine verwendet. Das lag zum Beispiel daran, dass Eisenkugeln man schmieden musste und das war sehr aufwendig. Der Nachteil bei Stein ist, Stein hat im Vergleich zu Eisen oder Blei ein relativ niedriges spezifisches Eigengewicht. Heißt auf gut Deutsch, bei gleicher Größe ist es entsprechend leichter. Damit man die damals üblichen dicken Mauern ernsthaft beschädigen konnte, brauchte man natürlich Steinkugeln mit entsprechender Masse. Dazu musste man sie entsprechend groß bauen. Das heißt, die Dinger hatten Durchmesser von bis zu 90 Zentimetern und waren bis zu 450 Kilogramm schwer. Erst als im 16. Jahrhundert die eisenverarbeitende Industrie Eisenkugeln gießen konnte, konnte man sie entsprechend leichter herstellen und hatte zwei große Vorteile. Bei gleicher Größe sind sie erheblich schwerer und damit fliegen sie erstens weiter und zweitens schlagen mit größerer Wirkung ein. Wenden wir uns wieder der Wissenschaft zu. Das hier ist Galileo Galilei. Und dieser war ein italienischer Universalgelehrter, Philosoph, Physiker, Mathematiker, Ingenieur, Astronom, Kosmologe. Viele seiner Entdeckungen gelten als bahnbrechend und er gilt als jemand, der die Methode der Natur durch die Kombination von Experimenten, Messungen und mathematischen Analysen zu erforschen sozusagen eingeführt hat. Und damit als Begründer der naturwissenschaftlichen Arbeitsweise. Galilei machte ein interessantes Gedankenexperiment. Dazu habe ich hier einen Teller. Und die Stahlkugel rollt, das ist keine Überraschung, auf der gegenüberliegenden Seite genauso hoch. Jetzt gucken wir uns das nochmal an. Wir haben eine Seite, da ist die Kugel. Die rollt runter und wird dabei immer schneller, bis sie gegenüber ist und wieder hochrollt und langsamer wird, bis sie praktisch den höchsten Punkt erreicht hat. Was ist, und das probieren wir jetzt unter den strengen Augen Galileis aus, wenn die zweite Seite länger ist? Das heißt, die Kugel einen längeren Weg hat, um die gleiche Höhe zu erreichen. Und trotzdem erreicht sie die gleiche Höhe. Das heißt, wenn ich jetzt in Gedanken die Strecke sozusagen unendlich lang mache, bis sie die gleiche Höhe erreicht hat, dann müsste der Ball auch unendlich lange rollen. Trägheit. Halten wir das Ganze mal fest. Trägheit ist also das Bestreben von Körpern in ihrem Bewegungszustand zu verharren, solange keine äußeren Kräfte oder Drehmomente auf sie einwirken. Das heißt, solange keiner dran zerrt oder dran dreht, bleibt alles, wie es ist. Sir Isaac Newton,
ein englischer Naturforscher und Verwaltungsbeamter. Wobei zu seiner Zeit hätte man vielleicht Philosoph gesagt, weil Theologie, Naturwissenschaften, Alchemie, Philosophie waren da noch nicht scharf getrennt. 1687 veröffentlichte er ein Werk mit dem schönen Titel Mathematische Grundlagen der Naturphilosophie. In diesem Werk beschrieb er seine berühmten drei Bewegungsgesetze. Und das erste hat mit Trägheit zu tun. Das ist also der Trägheitssatz. Oder besser gesagt, das erste newtonsche Gesetz. Es lautet, ein Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der gleichförmig geradlinigen Bewegung. Das heißt, das Tempo und die Richtung bleiben gleich, sofern er nicht durch einwirkende Kräfte zur Änderung seines Zustands gezwungen wird. Wenn das gilt, nennt man das System, in dem man sich befindet, Inertialsystem. Bewegt sich ein System gleichförmig geradlinig im Vergleich zu einem anderen Inertialsystem? Ist es auch ein Inertialsystem? Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Bin ich zum Beispiel in einem Zug, der gleichförmig, geradlinig sich bewegt, also auf gerader Strecke mit gleichbleibender Geschwindigkeit fährt, dann gilt das erste newtonsche Gesetz in diesem Zug. Zeit, die Modelleisenbahn zu bemühen. Im Niederbordwagen befindet sich eine Stahlkugel, die sich frei bewegen kann. Fährt der Zug geradeaus, so bleibt die Kugel da, wo sie ist. Wird der Zug abgebremst, so möchte die Kugel am liebsten weiterrollen. Fährt der Zug an, so möchte die Kugel am liebsten liegen bleiben. Und fährt der Zug durch die Kurven, so möchte die Kugel am liebsten geradeaus, ohne die Richtung zu ändern.